Da fällt mir ein, hier vorne kann es sein, dass jetzt ein Zombie rumliegt. Denn wir hatten ja mal einen getötet und ich dachte eigentlich, dass... Ja. Ich dachte eigentlich, dass ich hier nicht mehr vorbeikomme, aber wir machen es doch. Ich renne über den drüber, komm. Ach gut. Wenn ich seitlich dran vorbeigehe, bleibt er einfach liegen, das ist schön. Dann lasse ich ihn auch. Wenn er noch ein bisschen schlummern will, soll er halt machen. Gut, dann verziehen wir uns mal von hier. Und lassen diesen Bereich hinter uns. Ich glaube, jetzt geht's wieder zurück ins Spencer-Anwesen. Oh, hi. Was machst du denn hier, mein Freund? Wo kommen denn die ganzen Zombies her? Ich meine, die können von mir aus hier sein. Ich halte sie nicht auf. Die sind sowieso in einem Bereich, den ich nicht mehr wieder betreten möchte. Und wahrscheinlicherweise auch nicht werde. Ich glaube nicht, dass es hier nochmal hin zurückgeht. So, wir müssen bloß schauen, dass jetzt hier nicht noch jemand auf dem Weg steht. Das wäre gemein. Aber sieht nicht danach aus. Okay, wieder rein in die Hütte. Und dann sind wir schon wieder ganz nah beim Anwesen. Die Frage ist... Was machen wir jetzt? Wir haben eigentlich nur einen Gegenstand dazu gewonnen. Und das ist... Nicht die Karte. Und das ist dieser Steinring. Den sollten wir vielleicht mal anschauen. Wie wär's damit? Ein achteckiger Ring aus Stein. Irgendwas eingraviert? Nein. Gut. Wie gesagt, es gibt nur einen Gegenstand, der mir einfällt, der eine ähnliche Form hat. Und der ist gleich hier um die Ecke. Ich hatte ja schon mal festgestellt, dass Holz und Steinsymbol... Nein, Stein und... Irgendwas. Stein und Metall war's. Symbol. Objekt. Das kann man wieder rausnehmen. Und das machen wir auch gern. Geht nicht. Okay. Ich hätte gedacht, die kann man kombinieren. Na gut, wir prüfen das Ding nochmal kurz. Keine besonderen Merkmale. Es sieht aber aus, als ob da hinten was drauf ist, Leute. Sicher, dass da keine besonderen Merkmale sind? Hm. Ein Symbol ist in das achteckige Objekt eingraviert. Ja, toll. Sieht übrigens voll aus wie Umbrella, ne? Hm. Ich hätte jetzt gedacht, dass das geht. Aber gut, dann eben nicht. Nochmal kurz andersrum? Nee. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich toll, dass mich das jetzt so ratlos zurücklässt. Aber zumindest, ich nehme es erstmal mit. Ich glaube ja nicht, dass wir nochmal in den anderen Bereich müssen, deswegen... Sacken wir es erstmal ein und hoffen mal, dass meine Vermutung stimmt. Mal kurz hier geschaut. Mir wird einfach nur gesagt, dass das Wappen des Spencers in den Türgriff eingraviert ist, okay? Hm, was machen wir denn da? Am besten Barry finden und die Scheiße aus ihm rausprügeln. Der kleine Arsch. Diese kleine Hodenkrebs. Okay, zumindest sind wir erstmal wieder im Herrenhaus und in Sicherheit. Den Steinring schmeiße ich erstmal mit hier rein. Oder haben wir vielleicht irgendwas, das wir mit ihm verbinden? Können wir vielleicht... Moment. Ich will mal kurz schauen, ob wir hier vielleicht irgendwas machen können. Ich will nochmal da kurz das Ding prüfen. Hier hatten wir ja... Ach nee, es war rund. Eine runde Aushöhlung von etwa 4 cm Durchmesser. Keine besonderen Merkmale. Ich glaube aber, die Teile, die hier drin sind, die werden wir wahrscheinlicherweise zu einem Wappen zusammensetzen können. Möglicherweise. Keine besonderen Merkmale, außer... Ah. Warte mal. Sicher? Das sieht mir doch irgendwie so aus, als ob man hier oben das reinsetzen kann. Das vielleicht? Nein. Okay, wir brauchen irgendeinen runden Gegenstand, damit die Teile rausfallen. Hm, haben wir irgendwas Rundes? Ich glaube nicht, ne? Nee, außer den Medaillen, aber ich glaube, die sind größer. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Wir können ja mal kurz schauen. So, der... Ach nein, ich will es doch nicht verwenden. Nee. Das geht nicht, auch das nicht. Wir haben ja auch bloß ein Loch dran, ne? Ja, ist nur ein Loch. Okay, die Teile können wir dann aber hier oben drin wahrscheinlich einsetzen. Kompliziert, kompliziert. Wir brauchen aber irgendwoher einen runden Gegenstand, den wir da reinpacken können. Und ich weiß nicht welchen.
Ach, na gut. Schmeißen wir erstmal alles wieder hier rein. Der Wolf des Nordens und der Adler des Südens. So, ansonsten haben wir noch die Diskette, die mich nicht weiterbringt. Der Edelstein. Wie ist denn der Edelstein geschliffen? Ist der oben vielleicht? Ist es, glaube ich, zwar nicht, aber es kann ja sein, dass er oben rund geschliffen ist. Aus irgendeinem Grund, der mir nicht einleuchten will. Normalerweise macht man ja Facettenschliff. Ernsthaft? 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 Leute, was? Die dümmsten Ideen. Also manchmal, ich weiß, da habe ich keine Worte für. Keine Worte habe ich dafür. So, schmeiß mal rein, ja? Keine Ahnung. Was weiß ich denn, wie ich das hier reinpacken soll? Oh, wir können die drehen. Ach, warte mal. Dann schaue ich mal kurz nochmal zurück. Ja, mal kurz beenden. Ja, dann beobachten wir es halt. Das ist mir egal. Irgendwie sollst du halt jedenfalls hier... Ach, Typ. Typ. Mädel, meine ich. Ach ja, ich will es auch nicht verwenden. Manchmal kombinieren, das ist es. So, rein damit. Aber ernsthaft mal. Dieser Edelstein hat keine runde Form unten. Ganz ehrlich, der hat keine runde Form da unten. Das kannst du mir nicht erzählen. Welches Teil nehme ich denn? Komm, ich nehme nochmal das große. Schau diesmal aber, ob ich das vielleicht irgendwie drehe. So zum Beispiel. Das sieht mir passender aus. Ja, nochmal zurück. So. Ich weiß auch nicht, wie genau wir die jetzt einpassen müssen, die Teile. So, dann haben wir irgendein großes wahrscheinlich, wo wir... Okay, ich nehme erstmal das hier. Weil das so aussieht, als ob es... nicht so hier dran kommt. Nee, das sieht nicht richtig aus. Aber so vielleicht. Das könnte passen. Wie? Nein, 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 nein. Das sitzt doch nicht richtig. Okay, aber zumindest scheint das der Weg... Ja, ich weiß. Wir müssen nochmal abbrechen. Das scheint der Weg zu sein. Aber wir müssen offenbar wirklich Maßarbeit leisten. So. Also nochmal. Das große zuerst. So gedreht. Und dann... Ja, so. Das sollte passen. Dann das... Ach, wir können die nochmal rausnehmen. Ich habe es gerade gesehen, dass wir es nochmal anvisieren können. Das muss mir doch jemand sagen. Hatte ich das gerade... Nein, ich hatte das andere gerade, ne? So, dann muss ich nochmal... Ach, so hatte ich das. So? So? Nee. Wie hatte ich das denn gerade? So hat... Nee. Ich bin verwirrt. Wie hatte ich das denn gerade? Doch so. Ich glaube, das stimmt. Ja. Bitte. Dann nehmen wir mal das Teil. Das ist nämlich schon richtig von der Richtung her. Von der... Ach komm. Jetzt stell dich mal nicht so an. Jetzt besser. So. Magst du es jetzt vielleicht? Komm schon, Jill. Stell dich nicht so an. Du kannst die Teile zurechtrücken, wenn du willst. Diese Frau ist unglaublich. Diese Frau. Die macht mich wahnsinnig. So, geht's jetzt leicht? Alter, ich bin kein Goldschmied. Ich habe keine so genaue Motorik hier. Okay, dann müssen wir bloß mal schauen. Das kommt hier ran, ne? Hatte ich das vorhin hier so? Nee, das macht keinen Sinn. So, nein. Vielleicht, nein. Vielleicht so. Das sieht gut aus. Ja. Und das letzte noch. So, das packen wir hier hin. Oh, Leute. Ja, danke. Dankeschön. Darin befand sich eine Brosche. Okay. Keine besonderen Merkmale. Aha. Sie hat sich in einen Schlüssel verwandelt. Na, sieh mal einer an. Der Schlüssel zeigt das Wappen der Familie Spencer, die seit jeher in Raccoon City ansässig ist. Na, bingo. Wenn das mal nichts ist, na, dann würde ich sagen, speichern wir mal auf der Stelle.
Wo haben wir denn hier? Da sind die Farbbänder. Da muss ich mal ganz kurz noch hier ein bisschen Räumarbeit leisten. So. Schön. Das freut mich. Das freut mich. Wir haben den letzten Schlüssel. Und dann speichern wir mal ganz kurz. Oh, da bin ich ja mal gespannt, was in den Räumen ist. Denn so rein von meinem Originalspielgedächtnis her kann ich mich an keine Räume mehr im Hauptanwesen erinnern, die wir noch nicht betreten hätten. Aber kann ja sein, dass ich was vergessen habe. Vielleicht haben sie sich aber auch alle Räume, die jetzt kommen, neu ausgedacht. Ist auch möglich. So, ich gehe mal mit der Ausrüstung, die ich jetzt gerade bei mir habe. Ich hoffe einfach mal, dass das reicht. Ich meine, hier sind noch 6 Schuss drin, dann haben wir hier noch 13 Schuss. Gut, wir haben noch stärkere Wummen, natürlich. Wir haben noch die Säuregranaten. Die sind besser als die normalen. Und wir haben auch noch den Colt, den haben wir noch gar nicht eingesetzt bisher. Aber die will ich mir am liebsten eigentlich auch noch aufsparen. So. Wie jetzt? Sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Was ist denn mit der Tür im Treppenhaus? Okay, wenn ich ihn nicht mehr brauche, dann schmeiß weg. Ist mir egal, dann weg damit. Dann gehen wir hier rein und gut ist. Ich bin zu Hause. Es ist ein einziger Raum. In dieser Finsternis ist nichts zu sehen. Da ist ein Schalter. Drücken? Ja, bitte. Okay, darf ich dann jetzt... Ah, hier liegt doch was, was ich mitnehmen möchte. Metallobjekt mitnehmen? Ja, bitte. Okay, die Batterie nehmen wir mit. Eine Sammlung dicker Wälzer. Hier gibt es Bücher über alles, von Genetik bis Politik. Oh, schön, noch ein bisschen Gewehrmuni. Wahnsinn, dann können wir sogar mal über die maximale Ladekapazität von dem Ding. Ein altmodisches Telefon, das Kabel wurde durchgeschnitten. Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Fast alle befassen sich mit Biologie. Okay, gibt's noch was auf dem Tisch hier? Nee, den Schalter will ich eigentlich nicht nochmal drücken, da wird's bloß wieder dunkel. Der Inhalt ist unberührt. Vielleicht war hier noch jemand. Niemand, Entschuldigung. Vielleicht war hier noch niemand, genau. Ja, ich glaube auch, hier wird niemand mehr drin gewesen sein seit sehr, sehr langer Zeit. Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher, fast alle befassen sich mit Biologie, okay. Ich glaube, das war's schon für den Raum. Okay, dann gehen wir nochmal ganz kurz nach nebenan. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir die Stein- und Metallobjekte, also wir haben ja jetzt noch ein Metallobjekt dazu bekommen, das mal wieder nach Umbrella aussieht. Aber ich nehme mal an, dass wir die Steinfassung drumherum setzen können, dann haben wir 2 Stein- und Metallobjekte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die vielleicht im Treppenhaus in die Tür einsetzen können. Wobei ich eigentlich gedacht hatte, dass wir da den Wappenschlüssel benutzen müssen. Aber gut, von mir aus. So, wir machen das mal so. Und kombinieren die zweimal. So, jetzt haben wir 2 Stein- und Metallobjekte. Sehen die eigentlich beide gleich aus hinten drauf? Scheinbar. Dreh mal bitte vernünftig. Da kann ja kein Mensch erkennen hier. Was ist das? Eine Familie, oder? Kann das sein? Links ein Mann, rechts eine Frau, in der Mitte ein Kind oder sowas? Vielleicht ist das jetzt auch bloß mit sehr viel Fantasie gesehen. Ich weiß es nicht. Da ist dasselbe drauf. Okay, 2 identische Stein- und Metallobjekte. Ich werde mal ganz kurz die Pumpgun durchladen. Na, wo ist denn die Muni? Wo habe ich die denn hingetan? Ach, hier. Blind ist der Mann. Blind ist der Mann. Gut, dann laden wir die kurz durch. Schmeißen das wieder hier rein. Und... Nee, warte mal, weiter unten ist vielleicht besser. Hier sind meine Waffen. So, dann... Nein, nein, nein! Oh, man kann... Das wusste ich nicht, dass man so direkt nachladen kann. Das wollte ich jetzt nicht. Ach komm, Leute, das ist scheiße. Ich wollte die... Oh, ich wollte die Muni doch nicht direkt in das alte Ding reinpacken. Ich war froh, dass ich die leer hatte. Och nee, ihr seid blöd. Ihr seid echt gemein mit mir. Schrecklich. Na gut, was soll's. Dann nehmen wir die 2 mit. Wir haben auch noch 2 weitere Medaillen. Ich könnte auch hier noch die oberen mitnehmen, aber ich lasse die mal hier.
Und dann schauen wir mal, ob wir damit vielleicht im Treppenhaus was aufmachen können. Auf jeden Fall gibt es schon mal keine Schlüssel mehr. Das ist doch schon mal eine positive Entwicklung. Das heißt, es gibt schon mal so gut wie keine Türen mehr, die wir nicht aufmachen können. Es ist eigentlich nur noch die eine im Treppenhaus. Und das heißt auch, normalerweise müsste unser Weg dort weitergehen. Da muss man jetzt kein Meister in Kombinatorik sein. Kombinatorik? Nein, Kombinationsgabe. Kombinatorik ist ein mathematisches Gebiet. Was quatsch ich denn hier? Ich weiß es nicht. Gut, und dann schauen wir doch mal nach. Ich glaube, jetzt kommt mal wieder Neuland auf mich zu. Ich weiß es aber nicht. So, einmal nach unten. Und ich befürchte, wenn wir hier unten reinkommen, dann werden wir gegen Lisa kämpfen müssen. Oh ja, ich sehe es schon. Rechts und links neben der Tür sind achteckige Einbuchtungen zu sehen. Bingo. Bingo, bingo, bingo. Das auch noch? Ja. Oh yeah. Die beiden Symbole passen genau in die Tür. Öffnen. Ach, na gut. Warum nicht? Mit schwerem Klang fallen die Schlösser, fallen die Türen ins Schloss. Hier gibt es eine Schreibmaschine. Okay. Und eine Truhe. Was wollt ihr mir sagen, Leute? Was wollt ihr mir sagen? Dass ich nochmal speichern sollte? Dass ich mich aufrüsten sollte? Soll ich das jetzt als ein gutes oder ein schlechtes Zeichen nehmen? Eher als schlechtes, glaube ich. So, dann speichere ich halt auch nochmal, wenn sie das schon so von mir verlangen. Ja, bitte. Gut. Ich speichere mal hier. Nochmal ein neuer Spielstand. Weil ich mir noch ein bisschen unsicher bin mit der Aufnahme, ob das alles richtig wird. Deswegen lieber da unten, dass ich den einen Spielstand von der letzten Aufnahme noch habe. Ich glaube zumindest, dass er noch von der letzten war. Wenn nicht, habe ich Pech. So. Los geht's. Es geht tief nach unten und hier sieht's verdammt alt und vermodert aus. Oh je, wo kommen wir denn hier hin? Was ist das denn für ein Loch? Zumindest kann man sich nicht verirren. Sicher, dass die Holzdinger uns halten? Kerzen. Ich glaube, Lisa wohnt hier mal wieder. Oh. Da vorne ist ein Aufzug, mehr nicht. Oder eine Leiter. Ja, eine Leiter. Mehr ist ja auch nicht. Es geht noch tiefer für uns. Das stimmt mich nicht gerade fröhlich, muss ich sagen. Barry. Jill. You're alive. Du Drecksack. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me! Hallo Lisa! Was zum... No time to talk! Jill, hand me my gun! Als ob die nicht schon vorher hässlich genug gewesen wäre. Ja, wir geben Barry die Waffe zurück. Ich glaube noch dran, dass in ihm was Gutes ist. Thanks, Jill. Los geht's. Vor allen Dingen haben wir jetzt noch ein bisschen Unterstützung durch ihn. Und ich lasse Barry mal die Scheißarbeit machen. Sie ist immer noch so langsam wie vorher. Das ist das Gute. Schieß, Barry. Bitte schieß. Oh shit, ich komme hier gar nicht lang hier hinten. Fuck! Was mache ich denn hier? Oh, war das gut? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal weiter damit. Ich mache mal weiter, ja, ja.
Und Barry, bitte schön weiter schießen. Oh, warte mal. Geht sie gerade auf ihn? Ist er tot? Oh, shit. Ich glaube, Leute, an der Stelle lade ich nochmal neu, denn ich möchte Barry am Leben halten. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und mal sehen, ob es diesmal besser klappt. Ich hoffe doch, diesmal sind wir ein kleines bisschen besser informiert, was wir hier eigentlich tun müssen. Ich dachte eigentlich, dass die Endgegner nur auf uns losgehen. Deswegen habe ich Barry da einfach mal gelassen, wie er war. Aber dass die dann auch auf mich losgehen würde, das dachte ich eigentlich nicht unbedingt. So, jetzt habe ich bloß das Problem, dass ich irgendwie an der Alten vorbeikommen muss. Wow. Gut, ich hoffe, sie geht weiterhin auf mich los. Ja, sehr gut. Hoffe ich zumindest, dass das gut ist. Barry? Wartet mal. Gibt's die noch? Oh! Okay, sie kommt wieder zu mir. Das ist in Ordnung. Ich muss halt sehen, wo sie ist. Das ist das Problem. Und der letzte Stein noch. Komm schon, geh doch mal rum, bitte. Mädchen. So, was haben wir denn da? Ach, die Tür. Ah. Komm, lass uns hier verschwinden. Ach. Bis bald? Dann war der Zombie in dem Sarg wohl doch nicht die Mutter von Lisa gewesen. Sondern die Mama, die hier drin lag. Und jetzt hat sie zumindest ihren Kopf wieder und wahrscheinlich reicht ihr das, um dann hier befriedigt wegzugehen. Im Sarg liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Ein Familienfoto, das kennen wir ja schon. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer in Gedanken zu behalten. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen. Besonders die Erinnerung an dich und Papi. Wie ihr aussieht, was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Armen halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 67, Jessica Trevor. Und ich hatte ja schon mal erwähnt, es war gar nicht in dem Let's Play, tut mir leid, es war in einer anderen Aufnahme, die ich vor kurzem hatte, da hatte ich es auch schon mal erwähnt, dass es eigentlich nichts Grausameres gibt, als zu vergessen. Und ich hatte es auch schon erwähnt gehabt, dass ich, wir haben vor kurzem unseren Kater verloren und es ist auch meine größte Sorge, dass ich die ganzen Momente, die ich mit ihm hatte, dann vergesse und irgendwann an ihn denke und feststellen muss, scheiße, du hast eigentlich vergessen, wie er überhaupt aussah. Und ich stelle mir es auch ganz grausam vor für Leute, die Alzheimer haben, die ganz hilflos langsam miterleben müssen, wie sie mehr und mehr ihre Erinnerungen verlieren und eigentlich ihre gesamte Identität dadurch. Das ist schon ziemlich traurig. Und wir wissen ja aber, woran es bei Jessica lag. Sie war mit dem Virus infiziert. Und auch das Jucken deutet natürlich darauf hin, dass sie schon angefangen hat, sich zu verwandeln. So, und jetzt möchte ich antworten, Barry. Also, sag an, Kollege. Was sollte das vorhin? I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Alter! Wirklich? Forder Antworten ein, bist du bescheuert? Barry hat ja alles im Griff. Oh, diese Alte, die macht mich wahnsinnig.
Am besten gehen Sie schnell weiter. Warum sollte ich? Warum sollte ich nicht hierbleiben und erstmal die Scheiße aus Barry rauspressen, um herauszufinden, was er da gemacht hat mit uns vorhin? Übrigens habe ich mal ein bisschen anders die Muni jetzt mitgenommen. Also ich habe die Pistole jetzt dann doch mal zurückgelassen und konzentriere mich dann jetzt auf die etwas durchschlagskräftigeren Waffen. Und habe mir auch mal die Säure-Muni mit eingepackt. Also dafür, dass der Bereich alt ist, ist ein Fahrstuhl schon nichts Schlechtes, ne?